Hallo, Servus. Das wird wahrscheinlich ein kurzes Filmchen. Ich habe mir das da schon mal angeschaut. Also der Bahnhof da, der ist auf alle Fälle nicht bewohnt. Was aber ein wenig komisch ist. Es sind Baumaschinen da und es ist ein bisschen was am Erdreich so rumgeschoben worden. Hört ihr das? Das Kettenfahrzeug da. Jedenfalls ist das da das Bauernhaus, das Wohnhaus gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man was gesehen hat. Ich habe jetzt vorhin schon mal ein wenig reingeschaut. Moment einmal, jetzt schauen wir da mal. Mal schauen, wie da hier steigt. So viel Pflanzenzeug ist da. Bisschen was man nicht haben erkannt. Also was ich wunderschön finde, das ist da dieses Gebäude, der Stall oder wie schön kreuz und quer die ganzen Türen da drin hängen. Das ist ein Bild wie gemalt. Ein traumhaftes Fotomotiv war das für so Fotosession, irgendwie historische Aufnahmen oder was. So, jetzt haben wir da die Haustür. Da wächst auch schon das Zeug raus. Und da kann man nochmal einen kleinen Blick reinhaschen. Moment, ich glaube, da sieht man schön rein. Da rechts haben wir noch einen schönen Kachelofen. Und hinten ist noch eine Küche drin. Mehr ist aber jetzt noch nicht erkennbar. Und da herum. Da habe ich auch schon reingeschaut ein wenig. Da meine ich, ist nur Graffi drin. Ja, da liegen Ziegel drin. Also das meine ich, ist nicht wert. Nein. Nur Klump. Aber dieses ganze Bauwerk an sich da, oder? Traumhaft. So, da haben wir wieder ein Baufahrzeug gefahren und da ist immer lang geschoben worden. Jetzt schauen wir mal da oben noch. Da ist bloß ein Abstellkammer. Da geht eine schöne Stirn auf. Die schauen wir noch mal schnell auf. Oder? Die ist bloß sackrisch steil da auf. Wenn sie dann mal oben geht, kann man aber weg da, weil sonst schmeißt es mich da. So, Freunde, was haben wir da drin? Das war mal ein Partyraum, seht ihr das? Da haben wir eine Disco-Lampe, einen Spiegel dahinter. Und da bricht das Ganze drum aber sowas von auseinander. Man hat es versucht, irgendwie da wieder das Gebälk neu zu machen, gell? Aber da bricht die ganze Wand weg. So, jetzt machen wir da wieder runter. Und hoffe, dass das nochmal hält für mich. Also da war ich jetzt gerade oben. Jetzt werfen wir da noch einen schnellen Blick rein. Dann sind wir da eigentlich schon so weit durch wieder. Das schaut aus wie lauter Equipment aus einer ehemaligen Gastwirtschaft.
Vielleicht vom Brunnerwirt aus Lansing. Wenn es jemand kennt. Wir sind jeden Tag auf die Nacht um 7:30 im Bayerischen Rundfunk. Daheim ist daheim, mal schauen. Da ist der Brunnerwirt. So, Freunde, dann haben wir durch. Machen wir nochmal einen Blick auf den schönen Stall dahinter. Sage ich danke fürs Zuschauen. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Servus, bitte euch.